Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Diebstahl? Diebstahl. Unmöglich. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Okay, Feuer? Feuer! Unmöglich! Das Bam. Hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, Bam. Verschwinde. Nix, guten. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Was haben sie denn alle gegen den? Ja, okay. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr. Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000 Mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000 Mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Das stimmt. Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müsste sie erst einmal wach sein. Dann wecken Sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel Heftigeres. Etwas Heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Ja, unbedingt. Ich werde sie retten. Ha. Viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Ja, ich gehe ja gleich, Mann. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Ich soll mal meinen Kaffee probieren, ja? Dann geht das ab. So. The Riggle. Und dann drücken wir da mal den Knopf. Keine Ahnung, was da drin ist. Was? Karton und Luftballons. Offenbar bereitet man sich auf ein Fest vor. Auf nimmer wie irgendwas Ruf. Hä? Take him. Noch was? Karton. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind. Für dein Abschiedsfest. Mein Gesicht drauf ist. Checkst du nix? Offensichtlich nicht. Okay, gut. Dann zurück. Und zur Poststelle. Was dann? Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat! Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Oh mein Gott! Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Ja, yeah, offensichtlich. Lobo! Selten so dämliche Hüte gesehen. Gonzo! Selten so dämliche Hüte gesehen. Und Mijek! Selten so dämliche Hüte gesehen. Ja gut, komm, quatschen wir die auch mal an. Die geht nicht an zu quatschen, dann. Lobo, was geht ab? Ah, nette Hüte. Nette Hüte? Hab ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Okay. Ich verschwinde. Yeah, bye. Was haben wir da? Magnete. Diese schwarzen Bretter sind so praktisch. Früher musste ich die Magnete noch mühselig im Schrott suchen. Argument. Hey, komm. Okay, gut.
So, starke Kaffee. Also nicht in die Kasse. Was haben wir da? Tonis Laden. Oh, shit. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, oder? Nee, komm, wir gehen erstmal in die Kasse. Weil die Toni ist echt anstrengend. Oh, hey, hier sind wir. Sprengsignal. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. So, ja dann. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Das hatten wir doch gerade schon. Let's do it. Joink. Oh. Oh, was wollen wir denn sprengen? What? Die Frage ist natürlich, was wir sprengen wollen. Ich weiß es jetzt noch nicht. Wahrscheinlich. Na, kann ich? Ja, okay. Tonis Laden? Nee. Nee, ich habe noch keine Ahnung, was ich hier sprengen soll. Also lassen wir es erstmal. Und wir lassen die Magneten auch weg. Die haben wir jetzt noch, ne? Nee, doch nicht. Na ja, gut. Dann sollten wir besser aufpassen. Was zum Papagei? Netter Papagei. Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Hallo. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar verstaubt, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Wie asozial. Lonzos Kneipe. Gucken wir mal. Rufus, yeah. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Danke. Lonzo, Alter. Dartpfeil? Na klar, als könnte man mit dem Pfeil tatsächlich die Scheibe treffen. Ja, jetzt ist er auf jeden Fall weg. Flörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Ja, leider schon. Von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Was für Glück bist du immun? Exactly. Ich rip jetzt hier einfach mal alles ab, weil, warum nicht? Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Meinst du? Der arme Lonzo, ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Lonzo. Ja? Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuwak. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Ja. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Genau. Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Genau. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo? Alles klar? Okay, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte doch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Ja? Nice, gut, dass ich hier zuerst hingegangen bin. Oh! Wow! What is happening?
Das sind wohl Kaffeemaschinen, so eine will ich auch. Apropos Kaffee, könnt ihr mal aufhören, von Kaffee zu reden? Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Ah. Hey, wow. Du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Oh. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Okay. Was für ein Gekrakel. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak, aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Ganz bestimmt. Not. Was zur Hölle? Astreine Präsentation. Könnte man hier und da noch etwas verbessern. Aber für einen Dilettanten wirklich bemerkenswert. Ah, mitgenommen. So, Espresso-Tasse, geschlossenes Fach, Kaffeemaschine, Lonzo und Tankdeckel. Alles klar, da müssen wir unser Zeug reinfüllen. Wenn wir denn wiederkommen, gut zu wissen, dass das Ding hier ist. Dann haben wir schon mal ansatzweise ein Ziel, was zum... Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Ja, great. Na, da kommen wir nicht dran. Annick. Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen instand halten und Mülllawinen wegschaufeln? Fauler Sack. Hallo, Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Was treibt ihr da unten? Ist das dein Papagei? Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Wirklich? Meinst du sowas? Ja. Okay, bis Batterien. Bald. Rufus. Genau. Zur Notfallstation. Okay. Was haben wir denn da? Der Hebel. Let's do this. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Oh. Oh, das ist nice. Was haben wir da? Handschellen. Handschellen in einer Waagschale. Die sind bestimmt ein Symbol für überladene Metaphern. Ja. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Shit, okay. Das ist der Hebel. Was geht hier? Polizeifach. Gucken wir doch mal da rein. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Was war denn das? Da ist nichts mehr zu holen. Okay, ihr bräuchte mal einen Schlüssel, wie es aussieht. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ja, okay. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Hast du wohl recht. Da ist aber nichts, womit ich das aufbekomme. Alles klar. Gut. Dann der Hebel nach unten. Also, Fußfessel. Take it. Da besteht keine Fluchtgefahr. Sicher. Kannst du trotzdem nehmen. Na gut, dann eben nicht. Okay, Hebel nach unten. Please. Ah. Können wir die da anbringen? Da besteht keine Fluchtgefahr. Okay. Gut. Was ist das? Feuerlöscher.
Oh, not bad. Oh, wo geht das denn hin, Feuerwehrleiter? Das ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Immer.